Hallo Freunde der Unterwasserwelt. Die folgende Übung empfehle ich jedem, der noch nie mit einem Schnorchel unterwegs war. Am besten macht ihr sie in einem Pool, im flachen Teil, vielleicht sogar am Beckenrand, wo ihr euch festhalten könnt. Solltet ihr die Übung in einem See oder im Meer machen, empfehle ich euch eine Stelle, an der ihr sicher stehen könnt. Die Übung zeigt euch, dass der Schnorchel, auch wenn ihr ihn ausgeblasen habt, nicht immer sofort frei von Wasser ist. Manchmal sammelt sich etwas Restwasser, das ihr erst beim zweiten Mal auspusten ganz hinausbekommt. Es ist wichtig, dass ihr die ersten Atemzüge daher immer vorsichtig macht. Bevor ihr den Schnorchel aus dem Mund nehmt, ist es wichtig, dass ihr tief einatmet und dann die Luft anhaltet. Wenn ihr den Schnorchel jetzt aus dem Mund nehmt, läuft er voll mit Wasser. Wenn ihr ihn wieder in den Mund nehmt, müsst ihr das erste Mal kräftig hineinpusten, wieder vorsichtig Luft holen und eventuell nochmal durchpusten, um auch Restwasser hinauszubekommen.